Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Haul, den allmonatlichen Haul und zwar schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Ich bessere mich, denn das ist ja mein Vorsatz, jeden Monat einen Haul zu drehen, weil sonst werden das immer so Hauls, die einfach zu krass sind, wisst ihr? Und dementsprechend gibt es heute mal wieder einen Haul für euch. Also wenn ihr sehen wollt, was bei mir so eingezogen ist, worüber ihr schon vielleicht was gehört habt oder in den nächsten Wochen noch hören werdet, bleibt dran, es geht direkt los. Ich mache es wie immer in der nächsten Zeit sehr wahrscheinlich. Wir machen erstmal so Make-up und so und zum Schluss machen wir noch ein bisschen Parfum. Also wenn euch Parfum nicht interessiert, dann könnt ihr es einfach skippen. Und zwar erstmal Douglas. Fangen wir mal bei Douglas an. Und zwar habe ich gekauft NARS Laguna Bronzing Cream in Laguna Original. Ich wollte es überhaupt nicht haben, weil ich wusste, das gefällt mir nicht. Ich hätte mal auf meine erste Intuition achten sollen. Ich teste das noch ein bisschen. Tom Ford Traceless Soft Matte Concealer. Auch hier bin ich noch am Testen. Leute, warten wir mal das nächste Resümee ab und gucken, ob der dann da irgendwie drin vorkommt. Dann war ich in der Drogerie unterwegs, da habe ich erneut einen Wonderstick gekauft von NYX. Ich habe ja die Farbe Fair schon, die ist mir zu hell. Und jetzt habe ich die Farbe Light Medium mir gekauft. Ja, ich teste noch. Und den NYX Smooth Whip Matte Lip Cream, das sind die neuen Lip Creams von... Es gab doch schon mal solche, ne? Haben sie uns jetzt hier wieder nur, genauso wie bei dem Wonderstick, einfach das nochmal hingestellt und haben gesagt, es ist neu. Ich bin mir nicht so sicher. Jedenfalls trage ich den heute. Das ist die Farbe Latte Foam. Und ich habe da ein bisschen Gloss drüber. Oh, gefällt mir erstmal, ne? Was sagt ihr? Sieht ganz schön aus. Ist gar nicht so viel heute, ne? Also Leute, es ist nicht so viel. Dann habe ich bei Aces bestellt, da gab es 20% oder so. Und ich muss sagen, dass ich das ja erst gar nicht unbedingt haben wollte. Also wenn ihr mein Anti-Haul-Wishlist Beauty News Video noch nicht gesehen habt, guckt euch das gerne an. Den Matte Beauty Blush Wand von Charlotte Tilbury. Und ich habe die Farbe Dream Pop auch heute auf meinen Wangen. Gab es halt mit 20%, fand ich ganz geil. Und bei Aces gab es das hier, Halleluja, meine Güte, wie lange habe ich darauf gewartet, ey. Und zwar von Elf diesen Brow Lift, das ist hier original Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, kann man echt so sagen. Also kleine Sneak Peek auf meine Meinung sozusagen. Ihr habt das, glaube ich, auch schon gesehen in einem Style & Talk. Ich glaube, in meinem letzten oder vorletzten Style & Talk schon gesehen. Sehr gutes Dupe. Sehr, sehr gutes Dupe. Und ihr wisst, Dupes, ich bin nicht so der Typ, der sagt, das ist ein Dupe, dieses ist ein Dupe, jenes ist ein Dupe. Aber hier, ja, sollte das also mal irgendwo verfügbar sein, weil das ist ja überall, das steht, glaube ich, auf meiner Wunschliste bei Douglas schon ein Jahr oder so. Also ewig und ist immer nicht verfügbar. Ja, deshalb, also wenn ihr drankommt, absoluter Tipp von mir, absolut. Dann hatte ich mir ja gekauft bei Beautylish die neuen Blushes von Danessa Myricks. Drei Farben hatte ich mir da gekauft. Ah, ihr habt jetzt schon so oft gerade bei mir gesehen in den letzten Wochen auf Instagram, auf YouTube, überall. Und ich muss sagen, echt zu Recht, für mich ist das eine absolute Granate, ein absoluter Knaller. Diese Produkte sind toll. Ich habe hier die Farbe Dancing Queen. Dann habe ich Rose Brunch, so eine schöne, alltagstaugliche, tolle, tolle Farbe. Und Jubilee ist, glaube ich, mein Favorit. Ich glaube auch für den Sommer. Oh, ich freue mich schon richtig darauf, die im Sommer richtig hart zu tragen. Ganz kurz Werbung. Die gibt es bei Purish. Ich hoffe, die Farben sind jetzt gerade aktuell verfügbar, wo ihr dieses Video hier seht. Bis zum 15.03. gilt noch mein Code JENNYLOOK. Für 20% auf die Blushes, die ich hier durch die Gegend schmeiße. Also Jenny Look, 20% auf die Blushes oder generell auf alle Sachen von Danessa Myricks. Also wenn ihr da noch Bock drauf habt und tut es.
tut es. Die sind Cream to Powder. Die sehen so übertrieben cremig aus, aber die sind Cream to Powder. Die machen so einen geilen Effekt auf den Wangen und halten, Leute. Krass. Richtig krass. Dann habe ich bei Sephora bestellt. Dem guten alten Sephora. Und zwar habe ich Folgendes gekauft. Dream Big. Ich dachte, es wäre ein großer Schwamm. So. Von Beauty Blender. Nein, es ist ein ganz normaler Baby, kleiner Kackerschwamm. Bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich dachte, warum dachte ich, dass Dream Big? Es ist einfach nur so bla bla. Das bedeutet nicht, dass es ein großer Schwamm ist. Naja, okay. Hast du gelitten, Jenny? Sieht ja trotzdem süß aus und ich wollte, er ist sogar noch besonders klein, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass der beim Aufwaschen riesig groß wird, weil ich ja auch ständig Schwämme benutze, ne? So jeden Tag eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie will ich immer, weil alle lieben es und bei allen sieht es immer so toll aus mit Schwämmchen und deshalb kaufe ich immer Schwämmchen. Ja, eigenartig, aber ja, Dream Big, ich dachte, er ist groß, ist er nicht. Dann habe ich geholt, auch das wollte ich nicht haben, habe ich auch noch nicht ausprobiert, wollte ich gar nicht kaufen, aber ich konnte nicht anders. Die Good Apple Foundation, Good Apple Full Coverage Serum Foundation. Eigentlich alles Aussagen, die ich nicht, wo ich einfach sagen müsste, Jenny, du weißt genau, dass das nichts für dich ist. Aber guckt euch bitte dieses Packaging an, echt, also da haben sie mich ja wieder, ne? Ist auch Glas. Ich dachte erst, das wäre Plastik, aber nein, das ist Glas, es sieht so geil aus. Die Farbe, ich bin so echt bei Kat Von D, ne? Ich sollte es mir wirklich hinter die Ohren schreiben, weil die Farbe ist definitiv zu hell. Ich weiß es. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, die Farbe wird zu hell sein. Wir werden mal sehen. Full Coverage Serum Foundation. Aber ich wollte sie trotzdem ausprobieren, wisst ihr. Ich wollte sie einfach ausprobieren. Dann gibt es ein neues Mist and Fix von Makeup Forever. Ich glaube, dass es neu ist. Hydrating Setting Mist. Nicht, dass ich genug Setting Sprays hätte, aber irgendwie hatte ich Bock drauf. Denn Makeup Forever hat rausgebracht die HD Skin Matte Velvet Powder Foundation. So sieht sie aus. Sie sieht genauso aus wie die alte. Original, sie hat nur einen hellen Dingens. Wartet mal. So, hier, das ist die alte, das ist die neue. Die alte war komplett aus Metall, das hier oben ist, glaube ich, Plastik. Lass uns mal die Farben angucken, oh je, ich glaube. Wobei die, nee, kommt schon, da, ah, bleib hier. Die ist ein bisschen dunkler, meine alte. Die beste Puder Foundation, ich befürchte ja, dass sie die aus dem Sortiment nehmen, die alte. Also wenn ihr die alte noch unbedingt haben wollt, guckt, dass ihr sie kriegt, weil ich bin echt gespannt, ob die neue vielleicht einfach die gleiche ist und sie machen so ähnlich wie bei NYX und hauen uns immer mal wieder so ein Produkt um die Ohren, was genauso ist wie das alte, nur einfach neu ist. Ja, selbstverständlich, weil die ist so gut. Die ist so unfassbar gut, die alte. Ich hoffe, dass die neue so unglaublich gut ist wie die alte. Die hier soll ja super blurring sein. Da bin ich mal gespannt. Sehr gespannt. Ja, das war's schon mit Make-up. Jetzt gehen wir direkt in Parfum. Und beim Parfum, ich frage mich gerade, ist es gerade ein neues Thema, Parfum? Ist es gerade irgendwie, dass alle so auf Parfum abgehen? Ich dachte, das würde nur mir so gehen, aber scheinbar, ja, ist das gerade ein Ding. Egal. Ich habe mir erstmal gekauft, also ich habe ja das ein oder andere Parfum gekauft in der letzten Zeit und habe dann oft so das Bedürfnis, die auch in der Handtasche mit mir rumzuschleppen. Und da habe ich bei Amazon mir Handtaschenzerstäuber gekauft und zwar zwei verschiedene. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Einmal diesen hier, also ich habe davon schon auch einen, der ist schon befüllt in der Handtasche. So sieht der aus, so, ich liebe ja blau, ne? Deckel ab, dann kann man hier den Zerstäuber rausziehen und hier unten ist so ein Ventil. Und da könnt ihr das auf euer Parfum aufsetzen und so pumpen, 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 pumpen.
Und dann füllt sich das hier langsam. Also das Prinzip finde ich echt richtig cool. Also hier für die Handtasche. Und dann habe ich mir noch welche bestellt. Das war ein Dreierpack. Also ich habe jetzt hier nur eins mitgebracht. Das ist so ähnlich wie das Prinzip von Parfori. Zeige ich euch gleich nochmal. Und da passen die Parfori-Düfte auch rein, was ich ziemlich cool finde. Parfori, wenn ihr es noch nicht kennt, das ist so ein Parfum-Abo. Auch das packe ich euch unten rein. Ich habe mal vor Jahren von denen mal was zugeschickt bekommen. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht. Aber das ist jetzt hier nicht irgendwie gesponsert oder irgendwas in der Art, sondern das habe ich einfach, ich habe einfach mir so ein Abo abgeschlossen. Und diese, die sind tatsächlich das gleiche Prinzip. Man dreht hier, dann kann man das rausnehmen und kann es wieder reintun und wieder zudrehen. Und man kann es halt so und dann kann man... hier ist, hat es nicht diesen Pumpmechanismus, sondern man kann es ganz normal hier aufdrehen und sein Parfum einfüllen. Und bei diesem Set war auch so ein Adapter drauf, quasi so ein, wie ein Zerstäuber, aber er hat keinen Zerstäuber, sondern er hat so einen langen Schnorchel. Oh, ich und meine Benachrichtigungen, Leute, Leute, Leute. Erinnerung, Erinnerung, das ist mein Leben, kriege ich sich auf die Reihe. Also wie so ein Schnorchel und dann könnt ihr den da reinhalten und da euer Parfum direkt reinpumpen. Also funktioniert richtig toll, ich bin ganz zufrieden und ja, finde die ganz cool. Dann komme ich gleich zu Parfori, die haben, also man zahlt glaube ich 15 Euro im Monat und dann kriegt man jeden Monat ein Parfum in einer kleinen Größe zugeschickt. Das soll dann ungefähr für den Monat reichen und dann kriegt ihr das nächste. Ihr sucht euch die Parfums selber aus. Also ihr könnt, ihr habt so einen Kalender, da könnt ihr eure Parfums reinpacken, welches ihr wann haben wollt. Also es ist kein Glücksspiel oder so, sondern ihr sucht die schon aus. Viele der Parfums haben Aufpreis, was ich nicht so schön finde, muss ich sagen. Weil die haben halt eh nur Nischendüfte und die meisten sind sowieso teuer. Warum sie nicht gleich das im Preis kalkulieren, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ich zahle immer Aufpreis bei den Parfums, die ich mir aussuche, also ja, ist eben so. Und die sehen dann so aus, also ihr kriegt beim ersten Mal, kriegt ihr diese Hülle und ein Parfum. Und dann kriegt ihr erstmal nur Parfums in so einem Ding. Aber ich wollte euch eben zeigen, halt, dass dieses Set hier von Amazon, da passen die eben auch rein. Was ich halt ganz geil finde, so habt ihr dann eure Parfori-Parfum-Fläschchen, könnt ihr halt da auch reinpacken. Das wollte ich eben nur zeigen. Dann kann ich den nämlich jetzt mal weglegen. Ich bin so besessen, Leute, und ich habe so einen Schaden, gerade was Parfums angeht. Ich habe in den letzten Tagen bei Parfumo im Zoo so viele Abfüllungen zum Testen geordert. Also richtig wahnsinnig. Ich wirklich wahnsinnig. Jedenfalls habe ich jetzt schon zwei Düfte gekriegt von Parfori. Einmal Pharmacia SS Annunciata. Ich weiß nicht, wie man dieses... weiß nicht, wie man es ausspricht. Reunion Vanilla. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht. Das ist so geil. Das geht gar nicht. Ich habe das erst gerochen und dachte so... Und dann habe ich es abends nochmal aufgesprüht und ich bin damit schlafen gegangen und ich habe mich so glücklich gefühlt, Leute. Es riecht so geil. Es riecht erstmal so voll süß und frisch und dann kommt diese Vanille und die ist so konstant und so nicht Impuls Deo Spray Vanille von vor 20, 30 Jahren, sondern natürliche, ich will dran lecken Vanille. Das ist so geil, ehrlich, das ist so unfassbar geil. Und dann habe ich als zweites Initio Absolut Aphrodisiak. Aphrodisiak. Das wollte ich eigentlich zuerst haben, aber dann war das ausverkauft und dann haben sie gesagt, komm, probier mal das. Bin ich übrigens froh, weil ich hätte mir das wahrscheinlich nicht ausgesucht, dieses Vanille-Ding. Und dieses... Sprichst du ins Gesicht, Jenny? Das ist auch... Ich finde... Das riecht am Anfang, ich sag immer, ein bisschen wie Saunaaufguss. Und dann wird das auch vanillig. Ich finde, die beiden sind sich irgendwie tatsächlich ein bisschen ähnlich, die Düfte. Ihr wisst, Düfte beschreiben ist nicht mein Thema. Das kann ich nicht gut.
Aber, oh mein Gott, egal. Ich sag ja immer nur bäh oder ich sterbe dafür. Ich finde es so lecker, ne? Also dieses absolut Aphrodisiak. Das, wenn das alle ist, hole ich mir das definitiv im Full Size. Und was ich hier halt auch richtig geil finde bei Parfori, das habe ich zuerst gar nicht gecheckt, aber auch hier könnt ihr das aufschrauben. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Duft hattet und ihr findet den mega, dann habt ihr auch gleich einen kleinen Reiseflakon, weil wenn ihr euch das jetzt nachkauft, was ich dann irgendwann machen will, habe ich halt auch gleich meinen kleinen Reisepaar-Dingens und kann es da reinfüllen. Finde ich so geil und es riecht so gut. Oh Gott. Und es hält ewig. Also das hält total lange auf der Haut und auch das Vanilla, das Reunion Vanilla. Wahnsinn, das ist so. So schön. Ich verlinke euch die normalen Flaschen in der Infobox, ne, weil das, ja, oder die Seite, mal sehen, ich verlinke euch das auf jeden Fall. So, dann wird es jetzt nochmal sehr expensive. Alter, ey, ich habe so viel Geld für Parfum ausgegeben. Also, es kam raus und ich habe es blind gekauft. Das war ziemlich wild, also das war echt so, okay. Aber ich musste einfach, und zwar Tom Ford Cherry Smoke. Hier ist es. Ich weiß noch nicht, ob ich es behalten werde, ehrlich gesagt. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich liebe ja das Lost Cherry. Das habe ich mir jetzt gerade zum Geburtstag schenken lassen. Und das Cherry Smoke ist schon am Anfang kirschig. Aber nicht so, das Lost Cherry ist ja so mega süß, ne? So richtig süß. Und das riecht, oh Gott, ich liebe das, ne? Das hier ist etwas saurer. Bisschen so sauerkirschiger, finde ich. Aber die Kirsche verfliegt ganz schnell und dann wird es sehr, sehr würzig. Also wirklich sehr, sehr, sehr würzig. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so gerne mag. Das weiß ich noch nicht. Dafür habe ich es noch zu wenig getestet, weil ich so besessen war von meinem Vanillezeug. Das musste ich dauernd tragen. Teste ich weiter und gucke mal. Jetzt, wo es hier so in der Luft hängt, riecht es echt richtig geil. Aber ich finde es schon echt ganz schön würzig. Also wirklich, wirklich würzig, würzig, würzig. Trotzdem interessant auf jeden Fall. Trotzdem interessant, aber man muss einfach sagen, wow. Also der Preis ist pervers. Also es ist wirklich ein perverser Preis und ihr wisst, ich gebe sehr gerne auch Geld aus für solche Sachen. Aber die 30 Milliliter, also itzi, itzi klein, ne? Also 30 Milliliter, es ist so ein kleines Baby, kostet einfach 190 Euro. Das finde ich schon. Also, die sind zwar alle so teuer, die Tom Ford Düfte, aber der ist noch teurer als die anderen. Finde ich schon heftig. Heftig. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Lasst mir noch ein bisschen Zeit. Ihr seht das bestimmt irgendwann in meinem Monatsresümee-Videos. So, dann habe ich mir noch zwei Parfums gekauft. Und zwar das eine. Ich möchte, dass mein ganzes Leben danach riecht. Oh mein Gott, das riecht so unglaublich gut. Ich kann es nicht glauben. Ich hatte euch ja schon mal von Sommelier de Parfum erzählt. Schreibe ich euch auch unten nochmal rein. Es ist eine Internetseite. Da könnt ihr Proben kaufen und von verschiedenen Marken. Das Sortiment ist noch nicht so riesig. Ich hoffe wirklich, dass es noch größer wird, weil die Seite ist ganz toll aufgebaut. Wirklich, also richtig spitzenmäßig. Und da könnt ihr, ich blende euch das nochmal ein, diese kleinen Proben kaufen. 5 Stück sucht ihr euch aus, eine sechste suchen die für euch aus. Und für 20 Euro. Und wenn ihr die gekauft habt, kriegt ihr aber auch einen 20-Euro-Gutschein. Was natürlich ziemlich cool ist, ja. Das bedeutet, ihr habt mal rumgeschnuppert und wenn euch was gefällt, könnt ihr natürlich dort dann das Parfum ordern und kriegt darauf dann 20 Euro. Das finde ich wirklich eine richtig coole Sache. Also das Prinzip finde ich ganz toll. Wenn euch halt nichts gefällt, meine Güte, dann kann man es ja auch noch für einen anderen Duft benutzen, wie auch immer. Also ich finde es richtig schön und ich hatte eben beim zweiten Mal BDK-Düfte und da hat mir einer extrem gefallen. Also wirklich. Grichanel heißt der. Jetzt geht das nicht zu fassen, wie das riecht. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich habe keine Ahnung, was. Ich kann ja auch die Duftnoten nicht rausriechen. Da bin ich noch nicht. Vielleicht kann ich das irgendwann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber andere sagen so: Ja, ich rieche das und das, dieses, bla bla bla. Und ich so:
Okay, ich weiß nicht mal, wie Zedernholz oder so riecht. Wie soll ich das rausriechen? Aber hier, wisst ihr, wie das riecht? Lecker, warm und kuschelig. Das hat ein bisschen, erinnert mich ein bisschen. Kennt ihr diese? Wahrscheinlich hat es damit gar nichts zu tun, aber das kommt gerade bei mir an. Diese Minzbonbons, wo Schokolade drin ist. Da erinnert mich das gerade. Oh Gott, das ist so geil. Jedenfalls habe ich das bei Sommelier de Parfum gekauft, habe da meinen 20-Euro-Gutschein eingelöst. Es ging total schnell, easy peasy, ganz toll, alles schön, alles schön. Ich bin absolut in love. Dieses Parfum ist so toll. Ich habe ja, weiß nicht, ob ich das im letzten Haul überhaupt gezeigt habe, habe ja schon Wood Jasmine von BDK. Auch das ist Granate. Also, aber das hier ist der Hammer und das hält so geil bei mir. Das hat bei mir so eine geile Haltbarkeit. Also, ein Traum. Mein neuester Einzug ist dieses hier. Da war auch sofort schockverliebt. Und zwar Chloé Nomade Absolue de Parfum. So sieht das aus. Finde ich auch richtig hübsch so vom Flakon. Das habe ich heute drauf. Das ist von der Haltbarkeit nicht so krass wie so krasse Nischenparfums. Ist aber auch vom Preis nicht so krass wie die krassen Nischenparfums, davon mal abgesehen. Und das riecht mega frisch. Und dann wird es ein bisschen, wenn ich jetzt Omas alte Handtasche wieder rauskrame, dann sind alle wieder sauer. Gott, da fühlen sich ja mal alle beleidigt. Ich könnte auch schon eine Oma sein, ne? Davon mal abgesehen. So ist das nicht gemeint. Klassisch. Wollen wir es klassisch nennen? Altmodisch klassisch. Riecht mega schön. Also gefällt mir total gut. Absolute de Parfum Nomade von Chloé. Das ist das Letzte. Das habe ich bei Sephora jetzt gekauft. War unglaublich günstig im Angebot. Ich glaube von Originalpreis 77 € für 30 Milliliter waren es irgendwie 45 oder so. Und dann, ich hatte davon nämlich eine Probe und es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, okay, tu es, es ist mega schön. Und das ist, glaube ich, auch so ein Parfum, dass es ist gefällig. Also ich glaube, das ist etwas, wenn du das trägst, dann wirst du, das ist so ein Crowdpleaser. Ah, um die ganzen Wörter rauszuholen. Ich glaube, das ist, da kriegt man mit Komplimente, weil das so, ja, gefällig ist. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten gefällt, was nicht zu so speziell ist, sondern was wirklich angenehm so. Das ist ja so ein richtig schöner Duft, finde ich. Ja, das war's. Das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erzählt mal, wollt ihr zu irgendwelchen Sachen hier von irgendwas wissen? Lasst mich das wissen. Wissen, wissen, wissen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.